So, meine Lieben, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der FIFA 17 Pack Openings. Und ihr seht schon oben im Titel, heute werden wir uns also mal an die monatlichen Rewards ranwagen. Wir haben Elite geschafft, so viel können wir schon mal sagen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, wir hatten eine... Wir waren sogar kurz vor Elite 2. Wir können es ja nochmal ganz schnell anschauen. Ist ja nicht so. Haben das auf jeden Fall gepackt und bekommen jetzt unsere 12 roten Informs, die wir uns heute mal ein bisschen genauer anschauen werden. Vorneweg, wie gesagt, erstmal den vorherigen Monat angucken. Da haben wir es. 130 Siege haben wir geholt. 5 Spiele hatte ich ja sogar noch übrig, auf die ich dann absolut keinen Bock mehr hatte. Heißt, wir hätten Elite 2 schaffen können, aber im Grunde genommen ist es ja egal monatlich, ob 1, 2 oder 3. Die Rewards bleiben immer dieselben. Dementsprechend können wir uns drauf freuen. Richtig geile Geschichte. 12 rote Informs, die wir ziehen können. Ich sag schon mal so viel. Wenn ihr die gestrige Folge nicht gesehen habt, dann checkt die unbedingt aus. Ich werde jetzt gleich spoilern, indem ich euch zeige, was wir gezogen haben. Aber vorneweg, wer es nicht gesehen hat, letztes Video unbedingt anschauen. Ich würde sagen, so sollten Weekend League Rewards die wöchentlichen sein. Das war für ein Inform-Set dezent gut. Aber gut, jetzt wegschalten, denn gleich wird gespoilert. 3, 2, 1, jetzt. Wer ihn jetzt nicht weggeschalten hat, ist selber schuld. Und dann zeige ich euch nämlich nochmal, wen wir gezogen haben. Natürlich die ganzen Blablabla. Radetzky im 100k-Set. Geile Karte, sieht schick aus, ist aber leider nichts wert. Und dann aber natürlich vor allem die hier. 90er Antoine Griezmann. Ich bin, ihr merkt es, ich bin direkt in derselben Aufnahme. Also den Griezmann habe ich vor 5 Minuten gezogen, aus meiner Sicht. Aber ich bin immer noch, ich habe es immer noch nicht gecheckt. Ich habe es immer noch nicht gecheckt. Griezmann, Moreno, Belotti, das sind die Informs, die wir gezogen haben. Eigentlich, ohne Witz, ist schon ein Belotti und Moreno im Set eigentlich schon Packlack ohne Griezmann im Vergleich zu unseren sonstigen Informsets. Da ist dann meistens ein 85er Belotti, ein 83er Moreno und, was weiß ich, ein 81er RDR da, jetzt mal gesagt, keine Ahnung, drin, ne? Aber das waren brutal krasse Rewards, die wir hatten. Und dementsprechend hoffe ich, dass das Packlack auf diesem Account am Start ist. Und wir werden jetzt halt unser 12er rotes Informset öffnen. Wenn es euch an der Stelle wieder gefällt, lasst ein Däumchen nach oben da. Ich würde mich wie immer sehr drüber freuen. Und jetzt heißt es Daumen drücken. Ich habe mir oben mal via Footed noch die Liste aufgemacht, was man denn so ziehen kann. Es gibt genau 2 Spieler, auf die ich Bock hätte, weil die perfekt in unser Team passen. Na, zeige ich euch nochmal ganz schnell. Unser BPL-Team, mit dem wir bisher 2x 29 Sieger und 1x 31 Sieger gepackt haben. Also das Team, mit dem komme ich so unfassbar gut klar. Und das wäre einmal 84er Inform Martial. Und ich glaube, der 87er dürfte das sein. Genau, 87er, Klammer auf, 99 Pace, Klammer zu, Inform Mané. Das wären die 2, die reinpassen. Ich glaube, alle anderen gibt's nicht oder passen nicht jetzt in das Team rein. Wir haben keinen Kanté, glaube ich. Wir haben keinen Gay und so weiter und so fort. Die waren alle dann oder würden erst im März kommen. Ja, dementsprechend würden die uns aktuell nicht viel bringen. Es gibt, ich weiß, noch einen Jesus. Den könnte man statt Vardy reinstellen, aber wer die Streams schaut, der weiß, ich war von Jesus sowas von enttäuscht. Sowohl von der normalen Karte als auch vom Inform-Wants-to-Watch. Katastrophe. Entweder habe ich mich an den paar Tagen so dumm angestellt, wobei ja Vardy dann reinkam und es lief, aber ich komme dem nicht klar. Keine Ahnung warum. Auf dem anderen Account dagegen war der bombastisch. Was willst du machen? Aber um auch nochmal ein paar Top-Namen zu nennen. 94er Suarez wäre der vom Rating her der höchste. 93er Hazard wird durchaus ja auch reinpassen. 93er Higuain, 89er Mertens, 89er Dybala, 89er Robben, 89er Chiellini, 89er Hummels. Dann haben wir 2 mit 88, nämlich einmal Lukaku und Isco, Mané, Carrasco, Mkhitaryan, Sokratis, Hamsik, Insigne, den ich unfassbar sick finde. Mit dem werden wir übrigens auf der Bank starten. Da habe ich ein bisschen durchgetauscht. Rodriguez, Dembélé, Insigne, unsere Ersatzspieler und Sanchez für die eher defensivere Variante. Leno, Chicharito, Gomez, Snyder, Dante, was weiß ich. Es gibt genügend. Aber die Top 3, Suarez, Hazard, Higuain und meine 2 Spieler, auf die ich Bock hätte, Mané oder Martial. Aber gut, das werden wir sehen, ob es klappt. Wir hatten schon so viel Packlack jetzt mit Griezmann und das Gute ist, der ist tradable. Die natürlich nicht, dass wir uns da nicht viel Hoffnungen machen. Ich hätte Bock auf einen Walkout. Wenn dann ein Walkout kommt, bin ich schon absolut zufrieden. Auch wenn keiner kommt, war das trotzdem top mit Griezmann. Aber gut, wir starten rein, Jungs. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, das hat man noch nicht oft. Ich glaube, das ist erst das 2. Mal, dass ich das Set öffnen darf auf meinem Account. Bin mir nicht ganz sicher. Und das werden wir jetzt tun. Und ich hoffe, es ist was Gutes drin. Wenn da jetzt auch noch mal eine Bombe kommt, dann bin ich durch. Dann bin ich komplett durch. Aber gut, wir starten rein. 3, 2, 1, go! Es ist kein Walkout. Es ist leider kein Walkout. Aber wie gesagt, Martial Mané. Martial Mané. Martial Mané. Es ist Carrasco.
87er Grasco ist absolut in Ordnung, weil da könnte noch einer drunter stecken. Er könnte sogar Mané drunter sein. Bitte lass da Mané drunter sein. 87er Carrasco, geile Karte. Ihr merkt, warum freut sich Schlappi nicht so. Komm, Martial. Please, please, please. Mané! Yes, Mann! Mané ist drin! Nice! Oh mein Gott! Das ist halt perfekt! Schöner geht's nicht! Schöner geht's nicht! Leider, also stellt euch vor, wir hätten Mané und Martial. Stindl noch mit am Start. Ciao, Mario. Carrasco, wie gesagt, ich habe mich nicht so doll gefreut, weil Carrasco überhaupt nicht mein Spielertyp ist. Ich komme mit dem nicht... Also, eigentlich ist es mein Spielertyp, aber ich komme mit dem nicht klar. Ey, wir können halt jetzt einfach ein Team bauen mit Carrasco als roter Inform links vorne. First Owner, logischerweise. Und fucking Griezmann, 90er Inform im Sturm. Das ist krass. Aber wir werden bei unserem Team bleiben und Mané nehmen. Falcao noch am Start. Ciao, Mario. Stindl, Tauvin, Willems, Costa. Geile Karte. Können wir gebrauchen. Geiler Linksverteidiger. Berg, Reyes, Paredes und Megidi. Ja, ciao, Mario. Vielleicht noch ganz interessant. Mané sicherlich. Carrasco ist auch eine geile Karte. Aber wie gesagt, komme ich nicht ganz so klar mit. Und Costa wären jetzt so meine Lieblinge. Aber Mané, Freunde. Mané. Ich nehme jetzt mal alle individuell mit. Und dann wird der Kollege gleich angepasst. Boah, ey, ohne Witz, es hätte nicht besser laufen können. Es hätte echt nicht besser laufen können. Was das Pack-Opening gestern und heute angeht. Mané, den wir dementsprechend natürlich auch nochmal verkaufen können. Und auch nochmal Coins machen, knapp 100k. Gucken wir mal ganz kurz rein, was der Wert ist. Ja, der ist mittlerweile sogar wieder mehr wert. Da machen wir auch noch Gewinn mit dem. Ey, du wirst bekloppt. Du wirst absolut bekloppt. Und dann sieht das doch hier so ein bisschen schicker aus, würde ich sagen, oder? Sieht das so ein bisschen... Sieht das so ein bisschen schicker aus oder sieht das so ein bisschen schicker aus? Freunde, nice. Endlich mal eine geile rote Karte. Packluck ist am Start. Und in diesem Sinne würde ich sagen, war es das auch erstmal für heute, Jungs. Ich muss runterkommen. Fucking Mané, Carrasco, Inform Griezmann. Was willst du mehr? Wie haben wir das hinbekommen? Ich habe keine Ahnung. Aber wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Das war es erstmal für heute, für den Samstag mit dem Pack-Opening. Morgen kommt wieder die Karriere. Wie gesagt, schaut gerne auf twitch.tv/badeschlappenlp vorbei, wenn ihr ein paar Streams zur Weekend League sehen wollt. Wenn ihr wissen wollt, wie der Mané da vorne so ein bisschen kickt. Wie gesagt, ich sag nur 99 Pace, 87 Schuss, 91 Dribbling, 86er Passspiel, 86er Füße. Sehr, sehr ordentlich. Keine Ahnung, was der Wert ist, wenn man den als normalen Inform hätte, aber... Das ist Wahnsinn. Das ist echter Wahnsinn. In dem Sinn, war es das für heute. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Ich hatte es jetzt schon mal durch die Weekend League Rewards. Mal schauen, wie wir letztendlich gameplay-technisch abschneiden. Und damit bin ich raus. Habt einen schönen Tag. Viel Spaß bei der Bundesliga und Co. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus.